und ich bin Alessandro. Zwischen uns beiden hier ist noch die Ayla, unsere 16 Monate alte Border Collie Hündin. Und hinter uns, das ist Kurt. Kurt ist ein 33 Jahre alter MNG90, den wir gemeinsam zum Expeditionsmobil umbauen möchten. Vor wenigen Tagen war es endlich soweit, wir konnten unseren Kurt von der Firma Rothmann abholen und die Kabine war auch schon montiert. Was auf euch zukommt, kostentechnisch, wenn ihr so eine Kabine haben wollt, das erfahrt ihr in diesem Video und auch, wie wir sie montieren lassen haben. Doch was genau ist das eigentlich für eine Kabine? Das Ganze ist ein Kühlkoffer, die besteht aus 60 mm GFK an den Wänden und an der Decke und aus 90 mm GFK am Boden. Am Boden sind auch kleine Schienen eingelassen, mit denen man dann die Kabine auf dem Rahmen befestigen kann. Dazu hat uns die Firma Rothmann noch Querträger auf den Rahmen geschweißt und dann gleich anschließend auch noch lackiert. Unsere Kabine ist 3,80 Meter lang, 2,20 Meter breit und 2,10 Meter hoch. Dann natürlich noch die Wandstärke abziehen, dann habt ihr das Innenmaß. So gesehen kommen wir auf eine Innenlänge von 3,68 Meter, eine Innenbreite von 2,08 Meter und eine Innenhöhe von 1,95 Meter. Unsere Seitentür ist 75 cm breit und ist vom Kabinenhersteller schon montiert gewesen. Wir haben uns gegen eine weitere Tür entschieden von der Firma Outbound, zum einen um Kosten zu sparen, und zum anderen, weil es zeitlich jetzt auch einfach nicht drinne gewesen wäre. Das Ganze bringt einen Nachteil mit sich, und zwar haben wir so eine Wärmebrücke bzw. eine Kältebrücke von innen nach außen, wie man das auch bezeichnen möchte. Die müssen wir irgendwie noch beseitigen. Wenn ihr dazu Tipps habt, gerne in die Kommentare. Noch eine ganz wichtige Info. Der Rahmen, auf dem ihr dann letzten Endes auch die Kabine setzt, der darf sich nicht verdrehen. Bitte prüft das vorher oder fragt gerne auch die Firma Rothmann, die kann euch da auch behilflich sein. Wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, abonniert gerne den Kanal, lasst auch gerne ein Like da und einen Kommentar unter dem Video. Das hilft dem Algorithmus. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, nächste Woche am Sonntag. Bis dahin macht's gut und tschüss.